Christiane und Klaas von der Tanzschule Shinshin Swinging Arm. Der Move, um den es hier jetzt geht, ist Scissors. Schere, Scissors. Worauf kommt es dabei an? Wir reden von einem Swing-Out. Und am Ende von einem Swing-Out auf 7 und 8 sind wir in einer offenen Position. Und bei 7 und 8 kommt jetzt ein Kickball-Change. Und auf 1 und 2 kommt auch ein Kickball-Change. Das ist tricky, weil von dem einen Kickball-Change zum nächsten Kickball-Change brauchen wir einen Hilfsschritt. Wir machen mal nur den Kickball-Change auf einer Seite. Ich mache ihn auf 7 und 8 und Christiane auch auf 7 und 8. Das heißt, ich mache meinen Kickball-Change hier auf dem linken Fuß, Christiane auf rechts. 5, 6, 7, 8, Kickball-Change. Oder wenn ich auf 6 stehe, 6 und dann 7 und 8, 7 und 8, 7 und 8 und 7 und 8. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite einen Kickball-Change machen will, muss ich mein Gleichgewicht verlagern auf die andere Seite. Ich auf rechts und Christiane auf links. Auf links. Und von hier aus können wir den Kickball-Change auch machen mit 1 und 2 und 1 und 2. Super. Um jetzt dahin zu kommen, den Hilfsschritt einzubauen, haben wir wieder unseren Schritt auf 6 mit linken Fuß und haben dann 7 und 8. Hilfsschritt 1 und 2. Also wir haben Kickball-Change, Step-Kickball-Change. Sieht so aus. 5, 6, 7 und 8 und 1 und 2. Nochmal. Wir stehen auf 6 und haben 7 und 8 und 1 und 2. Das brauchen wir in den Swing-Out-Line am Ende mit 7 und 8 und 1 und 2 oder Kickball-Change, Step-Kickball-Change. Wenn das der Leader macht im Swing-Out, muss er dem Follower auch die Gelegenheit geben, dass er diese Übung auch mal mitmachen kann. Das heißt, wenn er das erste Mal den Scissors einleitet und danach sofort wieder aufhört, hat der Follower im Social fast keine Chance, es auch mal gemeinsam zu machen. Das heißt, ihr müsst schon 1, 2, 3 hintereinander machen. Okay, wir gehen nochmal in die Steps rein. Erst Leader, dann Follower. Wir haben den Schritt auf 6. Haben 7 und 8 Step, 1 und 2. Stehen nochmal auf 6 und haben 7 und 8 Step, 1 und 2. Etwas schneller, 5, 6, 7 und 8 und 1 und 2. 5, 6, 7 und 8 und 1 und 2. Das gleiche machen die Follower. Ich stehe auf rechts, auf 6 und fange an, 7 und 8, Step 1 und 2. Nochmal, auf rechts, 7 und 8, Step 1 und 2. Ein bisschen schneller, 7 und 8, Step 1 und 2. 7 und 8, Step 1 und 2. Okay, jetzt als Paar zusammen. Gehen wir auf diese Seite. Das heißt, wir haben an der Stelle, wo wir stehen und haben den ganzen Swing-Out gemacht, würden wir hier wieder ankommen. In der offenen Position wäre das nicht gut, sondern wir stehen mehr wieder in einer Gegenüberposition. Und von hier aus würde dann das passieren mit 7 und 8 und 1 und 2. Ich stehe auf meinem linken Fuß, das ist ja auf dem rechten. Und von hier aus hätten wir jetzt 7 und 8, Step 1 und 2. 5, 6. Kickball-Change, Step-Kickball-Change. Nochmal, ich stehe auf 6, 5, 6, Kickball-Change, Step-Kickball-Change. Das Ganze im Swing-Out, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, Kickball-Change, Step-Kickball-Change, 3 und 4, 5, 6, Kickball-Change, Step-Kickball-Change. 3 und 4, 5, 6, Kickball-Change, Kickball-Change. Mit Musik. Wir machen einen Swing-Out normal und dann mehrere Scissors. Viel Spaß damit. 5, 6, 7, more. Und jetzt Scissors. Thank you.
Spaß habt.